Ich begrüße euch zu einer neuen Aufnahme Uncharted 1 Drake's Schicksal in der nächsten Drake Collection. Ja, wir starten mal einen netten kurzen Versuch in Kapitel 16. Mal gucken, wie weit wir kommen. Ich habe einfach Bock, jetzt was aufzunehmen. Auch wenn ich gleich schon wieder einen Termin habe, aber ich habe einfach Lust, dieses Spiel zu spielen, weil es echt Spaß macht. Ja, mal schauen. Ich befürchte ja, es macht mich so wahnsinnig wie das letzte. Was ist das hier? Ein echt gutes Versteck für den verdammten Schatz ist das. Schauen wir mal. So. Erstmal überall gucken, ob es hier noch was Feines gibt. Wo sollen wir lang gehen? Da, wo uns der Weg lang führt, du dumme Nuss. Warte mal. Aber was? In der Ecke von Drakes Karte stehen auch römische Zahlen. Das muss etwas bedeuten. Aha. Na gut. Dann gehen wir den Zahlen nochmal hinterher, was? Ich bleib hier und halte Ausschau und du kriegst raus, wie wir da rüberkommen. Wo ist der Rest? Eins. Du hast hier vier und dann kommt eins. Oh, hi. Nice. So, wie kommen wir denn? Macht das Sinn? Ja gut, so nicht. Hä? Ich verstehe dieses Spiel ja manchmal nicht, ne? Wieso sind wir jetzt Mann, da drüben? Ich hab mich total verirrt. Was kriegen wir hin? Du bist was? Du bist die Vier. Okay. Ja. Sounds like irgendwo Wasser. Hi. Hallo Wasserrad. Das muss für irgendwas gut sein. Ach echt? Manchmal schenkt einem das Spiel auch ein bisschen was, habe ich das Gefühl. Also in Form der Speicherpunkte. Nate, warst du das? Hier unten bewegt sich plötzlich etwas. Hier unten bewegt sich plötzlich was. Oh mein Gott, wie schrecklich. Du wirst umfallen. Okay, da geht's nur zur Kette, ich verstehe. Hm.
Nein, das war jetzt knapp. Jetzt ist die Frage. Sally, hörst du mich? Verdammt, nichts. Kann ich hier runter? Nein, kann ich nicht. So, wir hüpfen hier hin. Nehmen wir nicht an, dass er da rüberkommt. Ja, vielleicht doch. Naja, fast. Hätte ja klappen können. Hallo Treppe zum dritten, aber diesmal weiß ich wenigstens, dass ich selber schuld bin. Ja, halt die Klappe. Ich weiß, dass ich da hoch muss. Bis so hin. Der Witz ist, warum sind wir jetzt hier drüben? Ich würde immer noch gerne verstehen, wie wir da hinkommen. Oder wohin gekommen sind. Das ist sowas, das kritisiere ich ein bisschen. Ohne Witz. Oh. Weißt du, da ist ein Ring, da kann ich nicht dran hochklettern, aber in irgendwelchen komischen Steinen. Juhu, klappt. Aua! Au! Das hat beim ersten Mal besser funktioniert. Aua! Du bist so geistig behindert. Und auf ein neues. Irgendwie habe ich heute relativ gute Laune. Heute macht mir das noch relativ wenig. Bleibt uns nichts anderes übrig, als jetzt auch hochzuklettern. Warte, jetzt habe ich glaube ich eine Idee. Oh, hi! Na, heiß! Doch, kann ja, aber ich darf nicht. Okay. Also, wir haben das gesehen. Wir holen jetzt erstmal gleich diesen Schatz da. Wow. Ugh.
Ah, hoffentlich ist es nicht so nah. Alter, weil der gegen die scheiß Türrahmen rennt. Ich flipp aus. Ach, Nate, mein kleiner geistig behinderter Freund. Wenn ich das Spiel durch habe, werde ich dich einfach ins Teletabiland schicken. Geht doch. Don't be so behindert. Don't be so behindert. So, jetzt überlege ich mir trotzdem, wie komme ich da hin? Auf jeden Fall nicht, indem wir da runterfallen. Okay, du darfst es echt gar nicht. Ich dachte, vielleicht kann ich mich dranhängen. Kette Take 8. So, kurze Pause. Bring dein Ding. Inzwischen habe ich das ja ganz gut raus. Moment, kann ich vielleicht... Nein, nicht auf der Seite. Der Seite. Aha! Jetzt aber doof. Ich will hier rum. Und da springt er dann wieder nicht. Arg. Aber okay, ich glaube, ich habe zumindest verstanden, wo der Trick ist. Kette Take 9. Denn nicht so, als hätten wir das nicht schon so genügend geübt. Heya! Diese Kameraschwenks, die sind teilweise echt nervig. Die Frage, wie komme ich darüber? Wart! Moment. Aha. Geht doch. So, Platz Nummer 2. Und jetzt geht's weiter. Ach, das geht jetzt. Alles klar. Nun dann. Hallo? Danke. Gucke natürlich erst hier oben. Aber wo ist 3? Oh, ist das gemein. Ihr Schweine.
Ich bin körperlich behindert und eingeschränkt. Das ist echt unfair. What the fuck? Oh, Nate. Und Nate ist geistig behindert. Ich vergaß das zu erwähnen. Ja, ich hab doch ein räumliches Denken wie ein Elefant. Nicht. Gibt schon Gründe, warum ich kein Auto fahre. Ich hab's schon verstanden. Warte mal, vielleicht bin ich aber doch falsch. Wenn da eins ist, hier ist zwei. Kann ja nur da. Kann ja nur hier lang gehen. Egal. Hopf. Hopf. Und er hüpft vorbei. Was ist jetzt passiert? Kann ich bitte den Kontrollpunkt neu laden? Danke. Ja. Wo bin ich? Ich hab das Spiel schon wieder zerstört, glaube ich. What's wrong hier? Ich stehe gerade so ein bisschen auf dem Schlauch. Weil ich so überhaupt keinen blassen Schimmer habe, wo es lang geht. Ich verstehe es nicht. Ehrlich, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was hier abgeht. Okay, das war jetzt richtig doof. Ich versuche gerade ernsthaft zu verstehen, was hier abgeht. Es ist jetzt das zweite Mal, dass ich keinen blassen Schimmer habe in dieser Folge, wo man mich hinsetzt. Das ist so mein Problem. Ich würde gerne verstehen, was hier passiert. Aber das bleibt mir gerade echt irgendwie fern. So. Ja, und nu? Was willst du mir mitteilen? Ich
verstehe dich gerade nicht. Alter, dein Ernst? Kletter wieder da hoch! Okay, das macht mich jetzt echt wahnsinnig hier. Also sorry, wie soll man so ein Spiel spielen? Ich habe keine Ahnung. Versuch doch mal, dieses Tor zu öffnen. Welches Tor? Ohne Witz, kennt ihr das? Ja, wahrscheinlich habt ihr dieses Problem gar nicht. Mir war doch so, dass hier irgendwo eben was geblinkt hat, oder? Alter, wo bin ich denn nun schon wieder? Okay. Ich blick's nicht. Versuch doch mal, dieses Tor zu öffnen. Ich warte hier. Tor öffnen. Tor öffnen. Was zum Teufel? Ja, gute Frage, nächste. Okay, das war's nicht. Wo bin ich? Echt jetzt? Boah. Ja, okay. Ja. Öffnen. Bin dann mal weg.
Versuch doch mal, dieses Tor zu öffnen. Ich bin schon dabei, halt die Klappe. Also Elena gehört wirklich zu den Menschen, wo ich mir manchmal so einfach denke, halt dein Maul. Hey, du. Hm? Oh, hi. Hä? Lol. Also noch komplizierter geht's ja nicht, ne? Was zum? Danke, Nate. Ja, gut. Aua, au. Oh, er höchst selbst. Nice. Hey, Bulle! Wer überlebt, kriegt das Gold. Du bist es nicht. Tötet beide. Es wird ja einfach immer besser. Es ist vorbei, Bulle. Geh weg. Wisst ihr, das waren zwei Stück. Jetzt ist da wieder eine halbe Fußballmannschaft. Das ist so lustig. Nö. Weil aus Gründen, die mir nicht in den Kopf wollen. Wirfst du deine Granaten irgendwie immer gefühlt ins Wasser? Das tat bestimmt weh. Das dachte ich mir auch. So, nächster. Da ist doch noch einer. Alter, wie viel überlebt er? Vor allem, wo kommt der jetzt schon wieder her? From this way we came. So.
Lappe. So. Treppe. Ah! Links da? Nee. Ja. Irgendwo habe ich's in so einem Geländer, ich weiß nur nicht mehr wo. Habe ich's blinken sehen? Ich weiß tatsächlich aber nur nicht mehr wo. Egal. Wir gehen jetzt erstmal Elena beiseite schubsen. Ich bin noch nicht bescheuert. Quatsch, das ist zurück. Hier will ich gar nicht hin. Hier will ich hin. Mit was hast du mich beschossen, wenn du nicht mal Munition hast? Hast du mir die in den Kopf geworfen oder was? Da ist er! Was? Hi! Geh mal schön. Nein, behalt gefälligst. Oder vielleicht nehme ich doch mal die? So, Holz. So, Kinders, aufgrund der Tatsache, dass ich jetzt gleich einen Termin habe, würde ich sagen, wir machen hier ein kurzes Break und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst ihr gerne einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da. Schaut auch in die anderen Let's Plays. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut und ciao.